Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Freakish. Ja, wie ihr gerade seht, stehe ich wieder einmal vor dem Motor Village hier in Zürich. Und das Mal bin ich unterwegs mit einer wunderschönen Schweizerin. Und wer das ist, das möchte ich euch gerade zeigen. Sag mal, ist das dein Auto draussen? Ein Fiat Cinquecento X, habe ich gesehen. Ja. Der Starter mega. Was verbindet dich mit dem Auto? Danke vielmals. Ja, sehr vieles. Das eine ist einmal, dass es mega viel Komfort bietet und Sicherheit. Das gefällt mir extrem an dem Auto. Und das andere ist, dass ich auch eine persönliche Verbindung habe eigentlich zum Fiat Cinquecento, weil wir hatten schon früher einen, einen kleinen. Und das ist so ein Kindheitserinnerungen. Ja. Also ich darf später auch in den Fiat Cinquecento X hineinhocken, weil wir haben einen Wettbewerb lanciert mit dir da draußen und mit einem Car-Selfie hat das Ganze stattgefunden. Sag mal, um was ist eigentlich gegangen? Ja, es ist darum gegangen, dass du dein beste Car-Selfie einschickst und wir haben wirklich mega viele Anmeldungen bekommen, okay, und mega coole Car-Selfies bekommen. Und ja, es hat wirklich von verschiedenen Marken haben die Leute eingeschickt, das ist auch alles wirklich super gewesen, aber es hat tatsächlich einen mega, mega speziellen Fiat Cinquecento gehabt und wir haben dann gefunden, die muss es einfach sein, wirklich. Die hat's auch dabei. Ja, das ist Lara Reichmuth. Ah, yes, die Herzig. Das ist ein mega ausfallendes Auto. Ja, es ist mega cool, mega speziell. Und sie gehen wir später holen, oder? Genau, wir holen sie nachher ab und dann gehen wir shoppen. Ja, yeah, also ich freue mich. Dann gehen wir. Dein Auto wartet, glaube ich, draußen. Super, los! Ja. Endlich ist es soweit, ich werde abgeholt. Fiat Cinquecento X. Dominique ist schon da. Wir sehen uns später. Was ich liebe, ist, während dem Autofahren so richtig laut die Musik aufzudrehen. Die Musikqualität ist für dich sicher auch ganz etwas Wichtiges. Ja, sehr wichtig sogar. Ich höre wirklich auch mega gerne laute Musik im Auto. Vor allem, wenn mein Hund der Muffin nicht drin ist, kann ich so richtig aufdrehen. Und ja, also ich meine, darum ist es perfekt, dass im Fiat 500X eine Soundanlage drin von Beats by Dr. Dre. Das ist perfekt für mich. Ja, das stimmt. Und damit so eine gute Musikanlage auch richtig zur Geltung kommt, braucht es natürlich die besten Beats. Und darum folgt jetzt unser Soundcheck, presented by Mobile 4. Nero, Two Minds. Nero, das britische Dubstep-Trio aus London, mischt die Charts zurzeit ordentlich auf. Und eins muss man ihnen lassen: Zu diesem Track kann niemand stillsitzen. Lara, unsere Gewinnerin, gratuliert dir! Danke vielmals, merci vielmals. Hey, du hast so ein cooles Car-Selfie gemacht. Erzähl mal die Story dahinter. Ja, danke vielmals. Es ist so, dass ich auf Facebook schon länger auf Fiat Schweiz der Seite folge und sehe, dass ihr einen Wettbewerb habt, um mitmachen. Und da ich jetzt würde behaupten, dass ich einen der auffälligsten Fiat 500 habe, und ich mache mal mit. Und gewonnen habe, ja. Klappt auf jeden Fall. Cool. Du hast ja schon einiges erlebt mit deinem Flitzer. Was alles? Sehr viel. Freakish hat mich ja begleitet auf dem TCS-Gelände und was ich dort erlebt habe, das sehen wir jetzt. Wir sind hier auf dem TCS-Gelände und ich zeige euch jetzt, was der Fiat Cinquecento X Offroad alles kann. Woohoo!
war es mit dem 500X und mir hier auf dieser turbulenten Strecke. Es war wirklich mega cool. Ich würde sagen, das Auto ist Offroad sehr tauglich. Und es war einfach spannend für mich. Es ist wirklich über Stock und Stein gegangen und das Auto hat mich sicher da durchgebracht. Und es hat mir Spass gemacht. Ich konnte sogar noch ein bisschen schnell fahren am Schluss. Es hat richtig gestäubt. Es ist einfach wirklich ein cooles Auto. Die drei Girls fahren zusammen zu ihrem Lieblingsstore für das Umstyling der Gewinnerin Lara. Zu ihrem neuen Outfit gehört auch das dazu passende Herbst-Make-up von The Body Shop. Wir sind Scotch & Soda angekommen und jetzt geht endlich ein Traum in Erfüllung. Mein Seil kommt von Kopf bis Fuß. Genau, ich habe schon mega viele coole Sachen gesehen. Kommen wir auch! Lara, jetzt wirst du geschminkt. Was ist so der Trend in diesem Herbst beim Schminken? Also ich würde jetzt mal sagen, vielleicht bei den Augen eher so ein bisschen A-Töne, Brauntöne sind auch ganz schön. Je nachdem auch ein bisschen stärkere Lippenstift dazu nehmen. Genau, das finde ich auch mega cool, einen stärkeren Lippenstift. Und zwar würde ich, glaube ich, einen Brombeer so ein bisschen ins Dunkle gehen. Was meinst du? Das ist wunderbar, perfekt. Ist das für dich auch gut? Ja, super, bitte. Also, dann sind wir gespannt. Wir haben jetzt ein fertiges Outfit und ein fertiges Make-up von der Lara. Und zwar haben wir so schwarz-weisse Skinny-Hosen ausgesucht. Das ist jetzt wieder total trendig da im nächsten Herbst, im Winter. Dazu so ein Bläuschen mit einem Kragen, was ich eh mega liebe, wie man sieht. Wo man dann so dazu machen. Und dazu eine rockige Lederjacke, die eh immer eine gute Wahl ist und immer gut passt. Bist du auch zufrieden? Ich finde es mega lässig. Ich bin selber wirklich überrascht und finde es super. Sehr schön. Da sind wir froh. Perfekt gestylt cruisen sie zur Zürcher Talackerbar, um den gemeinsamen Tag bei einem Drink Revue passieren zu lassen. Sie hat sich umgestylt, Lara, beziehungsweise umstylen lassen. Ich kann es dich noch einmal zeigen. Wie toll ist das? Lederjacke, mega schönes Bläuschen. Wie fühlst du dich? Hammer, wirklich. Wie neu geboren. Also ich bin bereit zum Party machen. Wie sieht es bei dir? Ich auch und voll. Also gut, dann gehen wir jetzt an die Bar, trinken etwas und ihr geht zu unserem Party-Tipp von dieser Woche. Am Freitag, 9. Oktober, mischt sich Pimp My Ride Star Exhibit unter die Partymeute im Zürcher Club Alice Chu. Getreu seinem Motto, My Raps Will Tear You Down, wird er im Wunderland die Nacht mit heißen Beats unvergesslich machen. You better be there. Am 10. Oktober beehrt die DJ-Legende Carl Cox den Tessiner Vanilla Club. Cox performte unter anderem schon in den exklusivsten Clubs in Südafrika, Israel, Tansania und Asien. Er verspricht uns mit seiner Präsenz in der Schweiz eine Partynacht, die uns ganz lange in Erinnerung bleiben wird. Heiße Party-Pictures und ein sorgfältig zusammengestellter Eventkalender. Das ist usgang.ch. Zum 15. Geburtstag sind alle herzlich eingeladen, im Zürcher Club Kaufleuten mitzufeiern. Das australische Zwillingspärchen Nervo wird die Stimmung zum Kochen bringen. Bond. James Bond. Der berühmteste Geheimagent der Welt meldet sich mit seinem neuesten Blockbuster zurück. 007 Spectre. Die große Schweizer Premiere findet am 27. Oktober im Zürcher Hallenstadion mit 3500 geladenen Gästen statt. Ich habe
Highlight hier bei mir. Und zwar sind das Fötterli. Ganz viele tolle Polaroid-Fötterli gemacht. Da sind wir zu dritt so drauf. Cool. Das ist mega toll. Dann hat es noch eins, wo du geschminkt wirst, Lara. Ja. Schön. Ja, ist sehr schön rausgekommen. Gefällt es dir auch? Ja, sehr. Das kannst du behalten. Oh, da. Oh, das bist du? Mega frech, Erika. Reingeschaut. Einfach spionieren. Okay, ist gut. Was haben wir da? Ah, da sind wir dich gerade am Begrüßen. Voll in Action. Ja, genau. Voll schön gewesen. Hey, ich hoffe, dass wir wieder mal so einen Ladies Day machen können. Und das war es leider auch schon gewesen. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heisst Freakish, hier auf dem Sender. Und jetzt schlossen wir an, oder? Voll. Prostli.